Weiter geht es mit einer neuen, verwirrenden Folge Star Wars Jedi Survivor. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Ja, direkt mal in die Tiefe gefallen. Gewinnspiel Nummer 1 ist vorbei, die Leute wurden angeschrieben. Gewinnspiel Nummer 2 läuft, einfach nur bewerten und kommentieren mit eurem Discord-Namen. Ihr könnt das Spiel gewinnen, insgesamt wieder dreimal. PC, PlayStation oder Xbox-Version könnt ihr euch dann selbst raussuchen. Warum bin ich nochmal hier hinten? Ja, keine Ahnung, das Spiel hat irgendwie merkwürdige Startpunkte, wenn man es wieder anmacht. So. Wir sliden hier rüber und gehen hier hoch und bitte nicht sterben. Spaß, Kumpel? Aber keine Sorge, wir waren ja nur da oben auf der Plattform. Alles gut, alles gut. Ja, die Kisten und sowas sind alles geöffnet. Auch die Abkürzungen und so waren geöffnet, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ganz merkwürdige Speicherpunkte. Ich weiß auch nie, wann dieses Spiel hier speichert. Ich kann es echt nicht sagen. Noch eine Basis für die Bedlam Raider. Wir sind nicht aufzuhalten. Ihr seid nicht aufzuhalten und bla bla bla. Wer programmiert Klappergestelle darauf, so viel zu reden? Tja, wir werden es nie erfahren. Das Echo konnte ich nochmal einsammeln, hat sich aber nicht abgespielt. Ja, und guck, hier ist die Abkürzung. Oder? Nee, die ist nicht aktiv. Ey, ich bin verwirrt. Egal, hier waren wir. Hier waren wir. Oh, seht mal. Jedi. Die Kiste ist auch nicht gelootet. Ganz merkwürdige Speicherpunkte. Also verschwinde, Jedi. Doch hier? Mutig bist du, das muss man dir lassen. Ja. Aber ich habe meine Befehle. Ich habe Schaden erlitten. Ich habe Schaden erlitten. Ich bin dumm. Oh, jetzt bin ich hier nochmal in der Fleischgrube. Oi, ey. Au. Au, 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 au. Nicht cool, ihr Mistviecher. So. Au, was haben wir hier? Ich wette, Sie kann die Daten von dieser Disk auslesen. Habe ich das beim letzten Mal gefunden? Oh, nee, Alter. Oh, und du bist sogar tot. Jetzt ist der ganz da oben. Wahrscheinlich müssen wir dann hier hin, aber ich will noch die ganzen anderen Plattformen checken. So, nach oben, mein Freund. Na, guck, das habe ich auch irgendwie nicht. Gib mir. Ein wenig Macht-Essenz erhalten. Meine maximale Macht wurde erhöht. So, Moment, dann können wir... Können wir hier hoch, genau. Hier rum, hier ran. Und dann ist da oben anscheinend wieder eine Abkürzung oder sowas. Riegel den Weg ab. Niemand kommt hier durch. Putz. Dieser Jedi abschauen. So, Abkürzung. Sie warte, aber hier wird doch auch irgendwas sein. Yep. Und was zum Scannen. Ja, da recht. Es gibt immer ein nächstes Mal, Kumpel. Hilf mir. Hilf mir. Ey, ihr sollt aufeinander gehen und nicht auf mich. Habe Schaden erlitten. Angriff. Verfolge den Feind. Angreifen. Roger, Roger. Roger, Roger. Schlüssel abgegeben. Roger, Roger. Roger, Roger. Schlag ausgeteilt. Okay, ziemlich brutal. Klingt, als würden sie da vorne irgendwas Wichtiges bewachen.
Wie komme ich da hin, ist nur die Frage, ne? So komme ich da hin. Einfach so. Sie können das Labor nicht betreten. Okay, deprimierend. Ach, das ist die Abkürzung zur Abkürzung zur Abkürzung. Sie sollen nicht. Alles okay? Sie dürfen nicht hinein. Ich darf nicht hinein. Ich bin für jeden Gegner gewappnet. Halte dich einfach an deine Programmierung. Holt ihn euch. Boom. Babams. Jo, jo. Nein. Tu das nicht. Tu das. Ich habe ihn gewarnt. Ich habe gesagt, tu das nicht. Lass uns die Datendesk zu See bringen. Wirf mir einen Stim zur Kumpel. Ich habe ihn auf jeden Fall gewarnt. Und habe gesagt, ey, mach das lieber nicht. Ist keine gute Idee. Lass mal, Bro. Aber er so, nö, ich will schon auf dich einschießen. In richtiger Position. Verteidigung einleiten. Er wird nicht durchkommen. Bams. Rekalibrierung läuft. Ey, Jungs. Das Ziel hat kritische Verletzungen. Deine Mutter ist auch ziemlich kritisch. Hilfe, bitte. Ziel schneidet Arme ab. Was immer da vorne ist, sie wollen nicht, dass wir es erreichen. Jetzt will ich es umso mehr. SPD? Danke, BD. Jetzt wollen wir alle wissen, was das ist. Warum? Ich zieh's doch ich. Ey. L2. Also hier auf dem Mond drehe ich noch durch. Ja, Alter. Bro. Ja, ich bin... Ich bin überaus beweglich. Oh Mann, ich war doch schon fast oben. Okay, ist das eine Abkürzung hier? Nein. Oh, jetzt muss ich hier ran. Oh, Beeilung. Ich habe einen guten Flow. Nein, ich habe keinen guten Flow. Wow. Ich dachte, das Ding würde aufhören. Ich brauche einen Stim. Komm, hör auf. Ja. Das ist ein guter Flow. Was habe ich gesagt? Schließen. Sofort schließen. Wohin? Kümmert euch doch. Mich kriegst du nicht. Boah, ich habe dich gerade bekommen, Kumpel. Tut mir leid, dich da enttäuschen zu müssen. Fall reinlassen. Komm her, BD1. Was, wo, wie, wo, was? Scan. Oh, schön. Sehr schwer. Ich glaube nicht, dass ich das bewegen kann. Noch bin ich nicht stark genug, kleiner Kumpel. Noch bin ich nicht stark genug. Aber endlich haben wir mal eine Schnellreise hier. Das Ding wird ja auch langsam mal Zeit, ne?
Alright. Okay. Dieser Mond, meine Freunde, ist sehr, sehr kletterlastig. Sehr, sehr kletterlastig. Okay. Moment, jetzt habe ich hier nur die Hä? Oh, was war da oben noch? Habe ich da was übersehen? Hier. Die armen Droiden. Sie waren jahrhundertelang ungestört, bis die Raider kamen. Dieses Ding ist kaputt! Nutzlos! Laut Inventarliste. Defekter Droid. Das wird Cordova interessieren. Mir wurde etwas entstört, du Narr! Warte, was ist das denn hier für einer? Moment, der hat ein Lichtschwert? Ein echter Jedi. Gut. Alright. Ich werde dich ausschalten. Steht euch. Oh, come on, Bro. Dein Tod ist nicht mehr fern. Bitte, stimm zu mir. Du hältst mich nicht auf. Er will's wissen, ne? Kopfgeldjäger mit Lichtschwert? Krass. Du bist verwunden. Alter, der legt ja voll los. Gib mir einen, BD. BD, gib mir mal einen. Das ist jetzt der schwerste Gegner, den wir haben. Spezialanfertigung. Vielleicht können wir sie gebrauchen. Ausprobieren? Parierstangen-Kampfstil erhalten. Cal kann jetzt im Kampf den Parierstangen-Kampfstil einsetzen. Der Parierstangen-Kampfstil ermöglicht langsamere und wuchtige Angriffe und hat eine höhere Ausdauer zur Verteidigung. Okay. Lass uns hier eine Pause machen. Moment, ich will erstmal hier... Schnellreise ist nicht drin. Ich werde gehen. Ich bin der beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Jedes Schiff, das wir in den Abyss geschickt haben, ist spurlos verschwunden. Wir gehen zusammen. Ich lasse es nicht zu, dass ihr dieses Risiko alleine auf euch nehmt. Das ist eure Erfindung. Niemand sonst versteht sie. Ihr seid die Einzige, die mich zurückführen kann. Also gut. Ich zeichne die Passage auf und sorge dafür, dass ihr zu uns zurückkehrt. Kree und Dagon. Dein Auftritt, BD.
okay, okay, okay. Ich will doch nur mal den Machtangriff ausprobieren. Yo. Nicht schlimm. Alter, das Ding ballert aber auch böse rein. Uff. Ziemlich sexy. Durchbrecht seine Verteidigung. Na, wenn der zuhaut mit dem Ding, ne? Hä? What? What? Was war das denn eben? Aktivieren! Wow, 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 wow! Ihr seid ja ganz schön mies drauf, wieder. Jungs. Du bist erledigt. Bewegen kannst du. Aber wenn ich den Stil drin habe, kann ich nur den Stil mit mir rumschleppen, oder was? Ja. Vorhersehen. Nimm das. Boah, das ist aber schon echt träge. Oh, das muss doch wehtun. Es wämst zwar sehr gut durch, aber du bist halt auch sehr, sehr slow. Achso, und jetzt? Okay. Ah, okay, verstehe. Jetzt darf ich wechseln. Do it, my friend. Do it. Noch eine wie jetzt? Abkürzung über Abkürzung über Abkürzung, oder? Ich kann eigentlich auch schon wieder leveln, ne? Nein, hier waren wir noch nicht. What? Ich werde gehen. Na doch, ich bin das der dasselbe. Beste Pilot für diese Mission, das wisst ihr. Ich dachte, die würden verschwinden, wenn man sie mal aktiviert hat. Here we go! Meister Cordova sagte, Dagon hatte eine Zuflucht auf Kobo. Finden wir sie. Was immer er benutzt hat, um den Abyss zu durchqueren, finden wir möglicherweise dort. Alright, da hinten sind noch Dinge gesperrt, weil wir nicht stark genug sind. Stimmt. Hm. Dann können wir hier im Moment nicht wirklich viel machen. Wir werden wohl irgendwann Machtschub bekommen. Hast du bei unserer Ankunft den Krater gesehen? Naja, Krater ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es hier war, als der Mond zerstört wurde. Was für eine Verschwendung. Crazy? Alte Nuss? Ein gutes Gefühl, wieder im Cockpit zu sitzen. Du hast die Mantis vermisst, was? Klar, ich war besorgt, was für schlimme Sachen du mit ihr anstellst. Versteht mich nicht falsch, ich vertraue euch beiden. Aber ich wusste, dass du mit ihr zu gefährlichen Orten fliegst. Als wir noch alle zusammen waren, wusste ich wenigstens, dass es mein Fehler war, wenn ich uns in ein Asteroidenfeld geflogen habe. Na dann, du darfst gerne loslegen und so viele Fehler machen, wie du möchtest. Aha, wer hat die Mantis gleich nochmal in der Baggerschlucht zum Absturz gebracht? Meditieren und mal gucken, was wir skillen. So. Haben wir jetzt eigentlich alles? Ja. Alright. Ja, probieren wir es. Boom. Ein Schwert finde ich halt immer irgendwie noch am spritzigsten. Alright, nehmen wir noch den hier. Ah, schon nice. Da machen wir einen mächtigen Schwung mit. Apropos Anpassung. Vielleicht auch mal wieder das Aussehen ein bisschen verändern.
Obwohl ich das Outfit schon gerne mag. Was haben wir hier so an Jacken? Das sieht man gar nicht, ne? Die Hemden bringen nicht viel, weil man die echt nicht sieht. Gut, rennen wir mal so rum. Mal ein bisschen anders. So, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann geht unser Abenteuer hier weiter in Star Wars. Ich will nur einmal einen Mond ohne jede Gefahr. Keine gibt's nicht. Zombies, keine Raiders, keine Anomalien und nichts von dem, was uns auf Nar Shaddaa begegnet ist. Gibt's nicht. Ist denn das zu viel verlangt? Ja, definitiv. Bis zum nächsten Mal. Tschö.